Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Womoklik-Freunde. Gigi und ich, wir begrüßen euch hier aus Geisselwind. Und ihr seht, ich bin bei der Waschanlage. Das heißt so viel, dass ich diesen tollen Morello Palace Alcoven 80 RL wieder zurückbringe. Das ist ja der Prototyp mit der Rundsitzgruppe hinten. In der Zwischenzeit haben wir 5800 Kilometer zurückgelegt und es waren schöne Fahrten mit diesem tollen Reisemobil. Jetzt wollt ihr natürlich wissen, wie zufrieden ich bin, und ich kann euch eins schon mal sagen, ein Riesenvorteil ist, wir haben trotz Rücksitzgruppe eine große Garage. Wir können also gut zwei Fahrräder mitnehmen. Es hat Klappen, wie hier ist die Elektrik untergebracht, sauber und schön eingebaut. Wir haben auch hier noch eine Klappe, die große Klappe vorne. Und darin können wir verschiedene Sachen verstauen. Dieses Fahrzeug ist mit einem Gastank ausgestattet und da haben wir bei dieser Klappe darunter den Gastank. Jetzt braucht man wirklich einen Gastank? Ja, da kann man sich drum streiten. Für solche, die Winterurlaub machen und vielleicht mal dann eine Woche oder zwei Wochen stehen, ist natürlich praktisch, den Gastank zu haben. Und hier seht ihr den Alcoven, wie gesagt, entweder er gefällt euch oder er gefällt euch nicht. Darin verbaut ein Iveco Daily Motor, Vierzylinder mit 210 PS. Die Leistung genügt bei weitem, auch wenn wir Richtung 7,5 Tonnen gehen, und das Getriebe schaltet wirklich schön und soft. Auf der Fahrerseite hat es nochmals eine Klappe und da könnt ihr mal reinschauen, wie vorbildlich Morello die Komponenten verbaut. Hier haben wir die Alle-Heizung, dann sehen wir hier die Schläuche, die sind mal blau und mal rot markiert, die Wasserpumpe, also wir haben hier die Verteilung des Wassers an die Küche, ins Bad oder zur Dusche. Wir haben Filter, das heißt, das Wasser wird noch gefiltert. Auf der anderen Seite geht es um die Entsorgung oder halt eben das Ablassen des Wassers. Also mit dem Hebel lässt man den ganzen Tank leer machen. Daneben die großzügige Entsorgung für das Grauwasser und Schwarzwasser. Hier verbaut auch noch eine Außendusche. Ja, in der Zwischenzeit bin ich jetzt reingefahren und die zwei Jungs waschen mir mein Wohnmobil richtig sauber und die geben sich enorm Mühe. Also was den Alcoven anbelangt, da sind sie beide mit der Bürste dran. Die Felgen werden sauber geputzt. Alles wird fein säuberlich mit der Bürste geputzt. Und am Schluss kommen noch die großen Rollbürsten von der Waschanlage. Da wir das Dach belegt haben mit Solaranlage und so weiter, lässt man die Bürste oben. Das heißt, das Dach wird hier nicht gewaschen. Das kann man vielleicht mal zu Hause, nimmt die Leiter und putzt alle Komponenten. Übrigens die Solaranlage vielleicht ein-, zweimal im Jahr putzen, damit sie auch wieder die volle Energie abgibt. Das war's also aus der Waschanlage. Jetzt geht's wieder rein ins Wohnmobil. Ja, liebe Womoklik-Freunde, das Fahrzeug wurde tipptopp gewaschen. Es glänzt wieder von außen. Aber jetzt steht es bereits schon wieder bei Morello in der Halle. Und zwar hat das einen ganz bestimmten Grund. Und zwar habe ich ja das Fahrzeug vor etwa 6 Wochen abgeholt. Die zwei Herren haben sich die Mühe gemacht, mir das Fahrzeug zu erklären. Und jetzt wollen sie wahrscheinlich wieder etwas anderes wissen von mir. Wie gesagt, das Auto steht hier jetzt wegen Morello Open. Also vielen Dank nochmal, Markus, dass du uns das Auto für Morello Open zurückgebracht hast. Wir haben viele Interessenten, die sich das anschauen wollen. Darüber hinaus sind wir beide jetzt natürlich unheimlich gespannt, wie waren deine Eindrücke, Erfahrungen. Erzähl mal, hattest du Spaß? Wie war die Tour? Fangen wir mal beim Fahren an, knapp 6000 Kilometer. 6 Wochen war ich unterwegs
Und das Fahren, er ist sehr schön zu fahren. Also das Automatikgetriebe gefällt mir. Es schaltet richtig schön, immer den passenden Gang. Die Tourenzahl stimmt. Wie war es mit der Wendigkeit? Die Wendigkeit, ja, man fährt hin, fast wie ein PKW. Klar, er ist ein bisschen länger, wir reden von 8,20 Meter. Und ich würde sagen, keinerlei Mühe. Er ist wirklich wendig. Ich war an Stellplätzen, neuen Stellplätzen, die auch nur kurze Parzellen haben. Da kommt man also gut rein, das ist alles kein Problem. Es ist ja der kürzeste Palace, den wir haben, mit 8,20 Meter. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du dadurch viel wendiger sein konntest, ja, ja, auf Stellplätzen bzw. auf Campingplätzen. Wie war denn die Reaktion eigentlich der anderen, wenn du auf dem Platz gewesen bist und die haben das Fahrzeug gesehen? Viele kennen dich ja meistens mit den großen oder größeren Fahrzeugen. Wie war denn die Reaktion der anderen? Also, die Leute kennen mich. Erstens, wenn Gigi rauskommt, dann heißt schon, oh, da ist Gigi. Das ist der eine Faktor. Und das andere ist, das Fahrzeug war ja beschriftet. Dann heißt, oh, da ist der vom Womoklick. Und dann muss man ganz klar sehen, entweder gefällt dir ein Alkoven oder er gefällt dir nicht. Es gibt dieses Zwischendurch, gibt's, habe ich nicht gefunden. Die einen sind interessiert, die anderen laufen dran vorbei und interessieren sich nicht. Und jetzt kommt das Aber. Wenn man die reinlässt und die sitzen mal hier und haben hier auch ein Glas zu trinken, dann sagen sie, wow, ist ja schon geil, dieses Raumgefühl. Und wie man dann halt mit vielen Leuten bequem zusammensitzen kann und man kann ja daraus, hieraus, der in der Küche am Funktionieren ist, hat auch Platz. Also vom Platz her toll und die Leute staunen nur. Ich glaube, du hattest auch spontan Besuch und er hat dann hier übernachtet oder habt ihr das mal getestet, das Bett? Ja, also das Fahrzeug an und für sich. Ja, ja, alles gut. Wie meinst du das, spontan Besuch und getestet? An und für sich ist dieses Fahrzeug für zwei Personen. Wir haben nur zwei Sicherheitsgurten. Man kann aber, und das sieht man da hinten, da könnte man noch einen Zusatz einbauen lassen, damit man dann auch zu viert fahren kann. Das heißt, zwei würden hier hinten sitzen. Wir sind aber im Borghetto gewesen und da kamen Heike und Niki. Mir wäre es egal gewesen, wenn beide bei mir geschlafen hätten, aber die Niki hat sich gesagt, ich brauche Raum und Freiheit. Und den hat sie. Ja. Und da, mehr wie wir da oben, weil den Tisch kann man absenken und dann gibt es ein Stück, das ist in der Garage, das kann man dazwischen reinlegen und dann hat man hier eine richtig große Liegewiese. Also der Niki hat sehr gut gefallen und was ganz toll ist, die Niki hat auch gemerkt, man kann denen da oben auch am Morgen einen Kaffee bringen. Perfekt! Ja, so ist es. Nein, es geht, hier könnten ruhig nochmals zwei Personen übernachten. Was dann, wenn sie jetzt wohnen würden hier drin, vielleicht weniger geht, weil halt wir haben wenig Kästchen, wir können nicht so viele Kleider mitnehmen. Mhm. Das ist halt das, wo man wieder einen Kompromiss machen muss. Ja. Das kurze Fahrzeug dementsprechend hat jetzt nicht so die Möglichkeit, wie im Palace 88 oder im 90er mehrere Schränke drin zu haben. Zwei, drei Schränke mit 30 oder sogar 50 Zentimeter Platz. Ja, das ist aufgrund der Kürze bedingt. Ja. Aber dafür ist es ja auch nur eine unserer ganzen aus der ganzen Modellvielfalt. Ne? Ja. Ja, Alkoven gibt es, glaube ich, fünf verschiedene Varianten. Ich hatte ja schon die andere Variante, ebenfalls mit Hexitzgruppe, nur war die hier abgetrennt und da geht man dann so rein und sitzt sich, wie nennt ihr das, das U oder? Das ist dann die Rundsitzgruppe, oder irre ich mich nicht? Hexitzgruppe, Rundsitzgruppe. Ja. Was hat dir besser gefallen? Die Küche und so, Wie war es für dich der Unterschied? Also für jemand, der gerne kocht, der hat natürlich gerne Fläche, der hat gerne einen Dreiflammkocher und der kann sich da wirklich austoben, würde ich sagen. Für mich, Alleinfahrer,
Delikatessenkoch. Bist du doch, Sternekoch. Du kochst doch so gerne. Ich koche so gerne, aber ich brauche nicht diesen Zweiflammer. Ich benutze den Mikrowellen mit Fertigmenü. Und da muss ich noch erst was sagen. Ich war mal im Wohlfahrgut, da wo diese Winterralles sind. Und da war in der Corona-Zeit, da hat es mich auch erwischt. Und einer hat da mir ein Menü gebracht, Verpflegung. Und diesen Teller habe ich nie mehr zurückgebracht. Und dieser Teller, das ist der, da kommt immer das Fertigmenü drauf, geht in die Mikrowellen. Und wenn ich das dann vor mir habe, dann habe ich immer das Gefühl, ich esse im Wohlfahrgut. Ja. Und wenn du draußen kochst unter Sternenhimmel, dann bist du auch der Sternekoch. Ne? Und dann ist sogar so ein Menü als Sternemenü. Also die Küche, mir genügt das bei Weitem. Wie gesagt, wenn jemand viel kocht, dann ist die andere natürlich schon ein Vorteil für diese Leute. Die Kaffeemaschine ist auch toll platziert. Die lief auch jeden Tag, die braucht's. Der Kühlschrank funktioniert auch. Wir waren ja am Wagyu-Treffen. Da habe ich noch Wagyu-Fleisch tiefgefroren. Ja. Das ist so wertvolles Fleisch, soll man ja wirklich tief frieren, damit eben das nicht kaputt geht. Dieser Tiefkühler funktioniert tadellos. Also, oftmals kriege ich die Frage, weil ja doch zwischen dem Absorberkühlschrank und dem neuen Kompressorkühlschrank, den wir ja hier in Serie einbauen, ist immer wieder so die Bedenken, oh, reicht mir meine Batteriekapazität? Der Elektrokühlschrank braucht ja doch vielleicht mehr Strom. Erzähl mal kurz deine Erfahrung zwischen dem Absorberkühlschrank und dem Kompressorkühlschrank von jetzt, beziehungsweise auch von der Mikrowelle oder dem Heißluftbackofen. Also ist Folgendes. Bei dem Fahrzeug, und das ist das erste Mal in meinem Wohnmobilleben, dieses Fahrzeug hat am meisten Amperestunden. Wir reden hier von 680 Amperestunden. Das ist eine Menge Strom, den wir gespeichert haben. Also 2x340 Ampere Lithium. Richtig. Ja. Und ich habe mir sogar gesagt, was würdest du eigentlich kaufen? Eine große Solaranlage oder richtig Speicher? Und ich bin heute zum Schluss gekommen, ich würde mein Geld in den Speicher investieren. Denn wenn ich 680 Amperestunden habe und ich noch relativ viel Strom brauche, ich rede zwischen 120 und 140 Amperestunden im Tag, langt mir ja das lange. Und der Kühlschrank, zu deiner Frage, der Kühlschrank läuft mit Strom und bei den 680 Amperestunden, das zählt ganz langsam runter. Also ich, meine Meinung, nur noch voll Strom. Dann kann ich vielleicht sogar noch auf einen Gastank verzichten, weil der Gastank oder das Gas wird nicht mehr für den Kühlschrank benötigt, obwohl das ja wenig ist, aber trotzdem, Gas braucht man auch weniger. Ich finde es genial, wie das gelöst ist. Und ich würde, wenn ihr ein Wohnmobil kauft, empfehlen, kauft genügend Speicher und denkt dran, wenn ihr einen Stellplatz hinfährt, nimmt nicht gleich das Stromkabel raus, denn sobald ihr am Stromkreis seid, blockiert ihr die Sonnen, also die Solaranlage. Die ist ja dann unterbrochen. Es kommt dann nur der Strom vom Landstrom. Welche Erfahrungen hast du mit dem TV-Gerät gemacht? An der Stelle, in Verbindung mit der Sitzgruppe, beim Durchlaufen, beim Gucken? Erzähl mal. Also, ich bin ja nicht groß ein Fernsehgucker, aber wenn man so einen 40-Zöller hat und den schön gegen dich richten kannst und trotzdem hier die Freiheit hast, durchzulaufen, ist schon ein Kinoerlebnis. Also wirklich, ich saß viel hier und habe dann ein bisschen Film geschnitten und dazwischen lief dann einfach der Fernseher. Und genau, du kannst den genau in die richtige Position tun. Und wenn ihr jetzt da so schaut, kann man ja hier hinlegen und hier kann auch noch jemand sitzen. Also vom Erlebnis toll. Auch der Fernseher im Schlafzimmer. Vom Alkoven her hat man halt nicht so viel Distanz und dann ist halt die Bettdecke, wo man sich zudeckt, ist manchmal halt vor dem Bild. Da muss wieder irgendwie so schauen. Das aber hängt auch mit der Höhe der Füße zusammen. Ja, genau. Ne? Ja. Nicht die Größe, sondern die Höhe.
aber das kann man umgehen und irgendwann heißt es eh, schlaf jetzt endlich. Sehr gut. Okay. Im Allgemeinen mit Alkoven, wie kommst du oben mit zurande, was das Raumgefühl betrifft, Höhe, Länge, Breite, wie hat es geklappt? Ich bin jemand, und das gebe ich zu, mit Platzangst, also wirklich Platzangst, ich weiß, was das ist. Und viele sagen, da oben kriegst du ja Platzangst. Nein, das stimmt nicht. Da oben, wenn du da oben bist, es ist heimelig. Mhm. Ich finde das heimelig. Da oben ist richtig romantisch. Am romantischsten ist, wenn es noch regnet. Mhm. Okay. Das ist richtig schön da oben. Meditativ. Ja. Also ich habe das so empfunden. Ich war auf der einen Seite, auf der anderen Seite war meine Lady, die Gigi. Für sie war dann natürlich rausgucken ein Thema und die hat das auch genossen. Sobald du das Fenster ein bisschen aufklappst, dann hat sie da so rausgeschaut und genossen. Also Platzangst muss man keine haben. Was vielleicht ist, die Treppe, das ist immer noch ein bisschen Prototyp. Man muss da noch ein paar Verbesserungen machen, aber sonst ist alles gut. Ein bisschen Nachteil ist, wenn die Treppe auch draußen ist, dann kommt man nicht zu den Kästern links und rechts. Also man muss die Treppe jedes Mal zufalten und wieder verstecken, damit man an die Kästern kommt. Aber das ist halt ein Kompromiss wieder. Aber danke, dass du das getestet hast und uns Feedback gibst, ne? Ja. Was man noch machen kann, wo man noch ein bisschen Hausaufgaben haben, aber wir kümmern uns drum. Jeder Wohnmobilist ist anders. Der eine gewichtigt das mehr und der andere das. Ich hätte noch eine kleine Empfehlung bei der Schiebetür nach hinten. Diese Verriegelung oder Schloss oder wie man es nennt, das würde ich vielleicht 20, 30 Zentimeter höher machen. Denn wenn man nachts im Bett ist und halt die Tür aufmachen will, dann sucht man da unten. Und wenn es gerade auf der richtigen Höhe wäre, dann wäre das sicher angenehmer. Warum machst du die Tür zu? Warum macht man die Tür zu? Ganz einfach, weil, wenn es kalt ist, heizen wir ja diesen Bereich. Auch wir machen zwar Nachtabsenkung, aber ich bin einer, der immer ein Fenster offen hat. Das würde ja heißen, solange ich da Fenster offen habe, heize ich ja da raus. Ja. Das will ich vermeiden. Und das ist auch zu Hause. Das Schlafzimmer ist nicht geheizt. Und das ist der Grund, warum ich da zutun. Für mich wichtig, Schlafbereich zu, weil verschiedene Temperaturen herrschen. Und ich möchte nicht, dass hier abkühlt. Und da oben möchte ich nicht. Wir sind hier oben, Wärme steigt. Ich will ja nicht, dass die Wärme mir da immer, dass ich noch mehr Fenster aufmachen muss. Und dann heizt es einfach unnütz. Hattest aber die Kabine in dem Sinn dann auch geschlossen? Ja. Das ist ein Unterschied. Also im Winter, wenn du da zu hast und hier ist schön warm und wenn du da aufmachst, dann meinst du, machst den Kühlschrank oder den Gefrierschrank. Ja. Im Sommer ist natürlich gerade umgekehrt. Ja. Da kommt eine Hitze wieder rein. Okay. Von dem her wäre es vielleicht zu überlegen, soll ich noch eine Standheizung kaufen? Also wer viel im Winter unterwegs ist, könnte ja dann mit der Standheizung, wird es ja geben, oder nehme ich an, das Fahrerhaus schon mal ein bisschen auf Temperatur bringen und das Tolle ist, der Motor ist dann auch vorgewärmt. Vielleicht eine Stunde vor, dann ist der Motor aufgewärmt und vorne ist alles, die Scheiben sind frei, alles ist gut. Ja. Man kann aber losfahren. Möglich wäre es ja dann zu sagen, ich könnte das gesamte Wohnmobil mit der Standheizung machen. Ne? Ja, oder kombiniert mit Wärmetauscher, Standheizung. Da müsst ihr die Leute beraten. Ihr kennt die Leute dann, die sagen euch, für was sie das Wohnmobil wollen. Ganz das ist ja das wichtig. Wir müssen, oder ihr müsst immer zuerst wissen, was ihr überhaupt wollt. Wollt ihr viel Winterurlaub machen? Dann ist das schon, also der Alkoven ist schon gut, weil es ist eine geschlossene Sache. Und wir sind ganz ehrlich, die Vollintegrierten, wenn du vorne sitzt, du hast immer 1-2 Grad kühler als da, wo die Küche ist. Weil halt von den Scheiben und allem kommt die Kälte halt ein. Und hier ist alles, sind ja die Kollektoren rundum. Ja, die gehen beim Vollintegrierten ja auch vor der Windschutzscheibe rum, aber die Windschutzscheibe an sich darf ja keine Isolierverglasung sein. Ja.
natürlich so, so wirklich gut isoliert und da fühlt man sich wohl. Also konstante Wärme bis zum Schlafzimmer. Manche sagen, ich möchte keinen Alkoven, um mir diese Kletterei zu ersparen. Ist das für dich eine Kletterei? Man muss ehrlich sein, es ist Klettern, aber es ist nicht so wie eine Bergtour, sondern es ist einfach, es ist einfach diese Treppe von der, es hat hier drei Stufen, von der also Abständen ist alles gut und man weiß nie richtig, soll ich jetzt vorne so runter oder mich wenden? Da macht jeder wieder was anderes. Habe ich schon gesehen, Heike macht es irgendwie anders wie ich. Aber das ist wieder jedem überlassen. War es für Sie auch in Ordnung? Ja. Ja? Ihr hat es auch gefallen da oben. Also von dem her ist alles gut. Das Gemütliche, das Heimelige. Ne? Gut. Kerzenlicht haben wir jetzt da oben nicht. Okay, besser ist das. Hier genügend Platz. Ne? Gut. Nein, was wir noch gar nicht gesagt haben bezüglich Bad, was ich toll finde, diese Tür, du kannst die aufmachen und auf dieser Seite einschnappen und hinten die Schiebetüre zu und dann hast du ein kleines Raumbad. Mhm. Und da fühlst du dich irgendwie auch wieder wohl. Wenn jemand auf die Toilette will, macht er die Türe wieder zu. Also ich finde die Möglichkeiten gut. Ihr sagt vielleicht, der Markus sagt immer, ist alles gut, gut, gut. Aber ich kann nichts schlecht reden, wenn es gut ist. Und dieses Fahrzeug, für mich war das richtig toll. Ihr seht, man wohnt hier und ist zu Hause und fühlt sich wohl. Also ich kann nichts Negatives sagen. Es gibt einfach die paar Abstriche, die man machen muss, weil halt auf dieser Länge jetzt halt kein Schrank mehr drin Platz hat. Das sind die Sachen, wo man dann halt beim nächstgrößeren drin hat. Jetzt mal ging es um den Palace Alkoven 80 RL. R ist für Rundsitzgruppe und L für die Längsbetten. Für die Längsbetten im Alkoven, Ja, vielleicht muss man das auch noch sagen. Ja. Es sind Längsbetten. Der Alkoven ist also nicht Querbett. Man muss nicht üben. Es gibt beides im Alkoven. Bei dem ist es Längsbett. Es gibt auch welche, die haben das Querbett. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen, da unser Plaudern über dieses tolle Reisemobil. Und ich glaube, wir machen das öfters mal zu dritt. Ich finde das toll. Ja? Auf jeden Fall. Also, es ist immer eine schöne Runde. Man kriegt was aus der Praxis, deine Eindrücke. Du hast ja sehr viele Fahrzeuge, du kommst rum. Du hast Leute, die das Fahrzeug besichtigen, wenn du unterwegs bist. Klar. Gut. Sehr gut. Jürgen, herzlichen Dank. Markus. Markus. Christian, vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal. Ciao.